So, 15. April 2013, 17:29 Uhr, 17:30 Uhr haben wir es bei den Kirchenglocken gerade läuten. In der Urschmühle. Jetzt eine Runde Wow, Schau, Schau. Und da zoome ich mal ran und sage ich was dazu. Kann man nämlich genau dort an. Das, was ihr jetzt hier drin im Video seht, ist glatt weg, gerade, schnurgerade, der Grenzverlauf Tschechei-BRD. Könnt ihr den gleich mal sehen, wenn ich einen Weitwinkel reinschmeiße, aber schaut euch das mal an, wie geil das ist. Es geht bis hin in den Süden, dann macht sie mich hinten einen Knick Richtung Osten, genau, da geht der Knick mich weiter. Und zwar dort hinten. Da macht sie einen Bogen nach links hinten, nach Südosten wieder rüber. Das kriege ich jetzt nicht dran, aber ich sehe es mit Augen. Aber wenn man sich die Wolkenformation anschaut, was das für Trichter sind. Und das ist genau auf dem Grenzverlauf. Es ist genauso chaotisch wie im Oktober am 21.2012. Wo sich bei den Tschechen zwei, drei Tage was gesammelt hat und dann diese Nebelbrühe Deutschland überfallen hat. Anders kann ich es nicht sagen. Das ist doch der Wahnsinn. Gut, das Video werde ich extra separat reinstellen, damit sie nicht schimpfen wieder einige Leute, es sei zu lang. Jo. Machen wir Weitwinkel, schnelle Runde. Das ist das Sehenswerteste momentan heute hier. Sind wir oben? Wie abgeschnitten. Jetzt würde ich mit dem Messer eine Bootscheibe runterschneiden oder einen anderen ausköpfen. Wisch. Hammer, Hammer, Hammer. Und wenn man gegen Westen rüber schaut, sieht man dann den anderen Blödsinn. Sieht man nämlich diesen Blödsinn. Jetzt mal rangezoomt, damit man es besser sieht. Ja, Maus, der ist schneller, das weißt du doch. So, und da ist angefangen, aufgehört, abgeschnitten. Da kann man auch den anderen Blödsinn drinnen sehen, wenn man ranzoomt oder die Augen aufmacht. Jo, so viel zu den momentanen Sehenswürdigkeiten. Da mache ich noch Fotos davon, weil das finde ich echt top. Die Wette gilt. Schönen Abend noch. Reiner Zufall.
So, jetzt haben wir es knapp 18.50 Uhr am 15. April 2013. Was ich sagen muss, dass die Kamera rumspinnt seit vorhin der Aufnahme. Was ich noch sagen kann, ist, was ihr jetzt gleich seht, da liegt mein intuitives Gefühl, das hängt arg mit dem zusammen, was ich eben gerade so vor euch gezeigt habe am Grenzverlauf. Und jetzt schaut mal hoch, das ist Hammer. So schaut es im Moment aus. Flächendeckend. Komplett. Und ich gebe Brief und Siegel drauf, ich wette damit, dass das mit dem am Grenzverlauf zusammenhängt. Weiß der Kuckuck, was die Sache ist. Aber normal ist das dann nicht mehr. Ist Hammer. Was haben die vor? Wenn ihr euch das anschaut, den Wellenverlauf, zack, 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 das ist Radar. Ausgangspunkt da hinten, Ende der Geschichte. Waldmünchen. So wie ich es gestern Morgen gezeigt hatte. Schaut euch das an. Hat er mit Wind nichts zu tun, da oben herrscht Windstille, da geht nichts, da steht wie eine Eins. Da bewegt sich gar nichts. Ganz, ganz, ganz minimal sehe ich gerade. Aber nicht wirklich. Das ist. Boah. Was soll man dazu sagen? Irgendwas geht hier ab. Das Gefühl verstärkt sich von Tag zu Tag. Irgendwas ist hier arg stark im Busch. Wahnsinn. Ich muss die Nachtprobe noch anschauen. Von heute Nacht. Die Luftprobe. Das wird genauso. Extremo. Ja, was soll man dazu sagen? Halleluja. So, und so schaut es Richtung Norden aus. Also bis dahin haben wir geguckt. Und so schaut es echt Richtung Norden aus. Das ist... Boah. Keine Ahnung, was hier abgeht. Aber hier geht was ab. Auf jeden Fall. Weißt du, guck mal, was wir hier vorhaben. Die Luftlinie, der Bogen da oben, der Rand, der ist genau auf dem Grenzverlauf. Weil der ist nicht weit weg hier. Luftlinie keine 3 Kilometer. Hat jemand eine Erklärung dafür? Her damit. Posten. Kommentare sind erwünscht.